Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und heute mache ich das allererste Mal, glaube ich, seit ich bei YouTube bin, einen Vlog oder einen Vlog. Das heißt, ich blabber einfach ein bisschen drauf los, erzähle euch ein bisschen, was gerade so bei mir ansteht, was ich gemacht habe und so weiter. Und das halt, was mir so in den Sinn kommt. Ich glaube, dafür sind diese Vlogs oder Vlogs, wie auch immer man sie nennen möchte, da. Und zwar, wo fange ich an? Ich habe so viel in meinem Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also ich beginne mal, ich war ja im Krankenhaus, das hatte ich euch ja gepostet. Und da haben mich ganz viele angeschrieben, was ich denn hätte und wieso und weshalb und warum. Und erstmal möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die mir so liebe Genesungswünsche übermittelt haben. Ob das bei Facebook war oder bei Twitter, Instagram, halt da so die ganzen Social Media Network Dinger. Ich war im Krankenhaus, das ging los letzte Woche oder schon vorletzte Woche, ich habe keinen Plan mehr. Aber auf jeden Fall am Montagabend, dass ich mega starke Magen- und Bauchkrämpfe bekommen habe. Und bin dann halt zum Arzt und er sagte, ja, vielleicht Magen-Darm, dies, das, Ananas, man kennt das ja. Und ich habe gesagt, ne, das ist kein Magen-Darm. Bin bei der Apotheke gewesen und so weiter und so fort. Und das waren so Krämpfe, wie ich es noch nie zuvor gehabt habe. Also so wirklich so unausstehliche Krämpfe. Und dann bin ich Dienstag ins Krankenhaus gefahren und da bin ich dann halt gleich geblieben und letzten Endes, ich hatte Wasser im Bauch aufgrund von einer Zyste, die geplatzt ist. Ich hatte mehrere im Bäuchlein, aber es ist alles wieder erledigt, es ist alles wieder gut. Ich bin ansonsten kerngesund, das hat sich auch erledigt, aber das war das, was die Schmerzen halt so ausgemacht hat. Das dazu, und dann musste ich halt noch zur Beobachtung da bleiben. Aber wie gesagt, es ist alles wieder in Ordnung. So, dann was war doch? Genau, dann wissen ja einige von euch, dass ich momentan am Umziehen bin. Ich versuche so gut ich kann, wirklich wie die Zeit es zulässt, auf Instagram und hier ist schon wieder eine Fliege, Facebook und Co. wirklich immer zwischendurch zu posten. Ich kann nicht so oft antworten. Es ist wirklich, man denkt immer, man wird ja wohl mal eine Minute Zeit haben. Aber bei mir ist das so, wenn jetzt ganz viele von euch schreiben und ich antworte ein, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich den anderen nicht antworte. Aber wenn ich darauf warten würde, bis die nächsten dann da sind, in der Zeit vergehen manchmal Minuten und dann ist man schon wieder voll drin. Und jeder, der schon mal umgezogen ist, weiß, wie anstrengend das sein kann. Also ich mache wirklich drei Kreuze, wenn alles fertig ist. Ansonsten geht es uns soweit allen gut. Es ist wirklich sehr stressig. Uni sitzt auch wieder sehr gut. Es ist, wie gesagt, man muss von einem Ort in den anderen. Und aufgrund der Scheidung von meinen Eltern ist das Haus jetzt dabei, leer zu werden und in die Wohnung. Und ach, Kinders, ich vermisse das Videodrehen total, aber im Moment ist mein Kopf so voll. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Und ich fand das so doof, wenn man sich jetzt gar nicht mehr meldet. Deswegen habe ich gedacht, dann mache ich gleich einen Vlog und erzähle euch alles. Und ich bin jetzt, ihr merkt schon, total voller Sprudel. Ich habe mich auch nur wegen euch ein bisschen hier Locken und Volumen reingemacht. Normalerweise habe ich einfach nur Wimperntusche drauf. Ich habe jetzt schon auch schon gefühlte 10 Kilo Concealer drauf. Wenig Schlaf, viel Stress. Dann ist es bombenmäßig heiß, wirklich bombenmäßig heiß. Und jetzt machen gerade alle eine Pause und ich dachte, ich nutze die Zeit einfach mal. Und ja, dann, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, wir sind gerade am Umziehen und das Positive an der ganzen Geschichte ist, ich habe in der Wohnung von meiner Mama so eine Art YouTube-Ecke dann auch, die ich mir einrichten darf. Und da mache ich es uns richtig gemütlich, das heißt, dann gibt es auch einen neuen Hintergrund in Zukunft und das mache ich mir schön schnuckelig. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und wie gesagt, also wenn der Umzug und das alles komplett tutti durch ist, dann geht es ganz normal mit den Videos weiter. Ich habe hier, musste ich gestern schon so ein bisschen schmunzeln, das ist, oder das sind die Notizbücher, wo ich wirklich all eure Videowünsche drin habe, wo meine Ideen drin sind. Ich wollte so viel machen und aber es geht nicht, es lässt sich einfach nicht vereinbaren und ich finde es halt doof, wenn ich jetzt irgendein Video hochlade, nur damit eins online ist. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, als längere Pause war, aber so geht es mir wirklich besser. Zwar vermisse ich das und es fehlt mir auch irgendwo und irgendwo habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ich will nicht einfach mich jetzt hinsetzen und irgendwas in die Kamera halten oder irgendeinen vom Pferd erzählen. Ich muss immer mit vollem Herzblut dabei sein, und weil mir macht es ja auch Spaß und Freude. Und auch das Video bearbeiten, das Beschneiden. Ja. Okay, auf jeden Fall, das macht mir Spaß und das nimmt alles immer viel Zeit in Anspruch. Und deswegen will ich nicht so wischi, wischi, waschi, wischi, wuschi machen. Und ja, deswegen dazu, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. So, was noch? Ich wollte noch irgendwas sagen. Achso, dann habe ich in der Zeit jetzt, oh
Gott, ich sehe aus, ne? Egal, es geht eh gleich weiter. Ich habe voll viele Pakete bekommen. Einmal die Pink Box noch aus dem letzten Monat. Jetzt habe ich sie aktuell gestern wieder gekriegt. Ich habe jetzt die Glossy Box bekommen. Und was habe ich noch? Ich habe von einem Online-Shop auch ein Paketchen zugeschickt bekommen von der lieben Fashion Pupa. Das Video hatte ich gedreht, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin. Aber anscheinend war meine Speicherkarte voll und ich, doofe Backe, habe es nicht mitbekommen. Und Runi will schon wieder die Glossy Box aufmachen. Auf jeden Fall, ich habe davon noch ein Paket, was ich euch unbedingt zeigen wollte. Und halt, wie gesagt, die Pink Box. Ich glaube, da ist noch irgendein Paket gekommen. Ich komme einfach nicht mehr hinterher. Es ist einfach so, man ist wirklich froh, wenn man jeden Morgen um 6:30 oder um 6 Uhr aufsteht. Dann trinkt man seinen Kaffee. Dann wird besprochen, was machen wir heute. Dann müssen wir in den Baumarkt, in den nächsten Baumarkt. Dann müssen die Wände gestrichen werden. Dann kommt der Maler, wie will man was haben. Dann muss man halt alles abseifen in der neuen Bude, in der alten. Aber wem erzähle ich das? Ich denke mal, dass viele, viele, viele unter euch schon mal einen Umzug mitgemacht haben. Und deswegen erzähle ich euch nichts Neues. Aber es schlaucht. Und vor allem auch bei diesen Temperaturen. Also wir hatten die letzten Tage wirklich über 30 Grad. Und das, also jeder Karton wird immer schwieriger. Ich habe es heute Morgen schon auf Instagram gepostet. Selbst eine Vase, eine scheißschlichte Vase, wiegt jetzt schon gefühlte 100 Ziegelsteine. Es schwächt immer mehr ab. Und ja, viel Trinken ist angesagt. Und ja, was kommt noch? Was wollte ich euch noch erzählen? Ich will das jetzt auch nicht zu lange voll blabbern. Ich wollte nur mal von mir hören lassen. Dim, 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 dim. Ja, natürlich die YouTube-Verlosung, die ich schon längst machen wollte. Hallo, ich habe über 12.500 Abonnenten. Das ist wirklich unfassbar. Ich bin euch so unglaublich dankbar. Und ich hoffe auch, ihr habt Verständnis und bleibt mir auch treu, bis es normal in geregelten Zyklus wieder weitergeht. Es ist wirklich bombastisch, wenn ich jeden Tag. Ich lese trotzdem alle Kommentare. Ich kriege das ja immer direkt aufs Handy. Und wenn Kaffeepause ist zwischendurch, gucke ich immer die ganze Post an. Zum Kommentaren beantworten komme ich derzeit nicht. Das hole ich alles wieder nach. Und ja, auf jeden Fall die Verlosung wollte ich machen. Die kommt auf jeden Fall. Also da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die auf Twitter, nee, auf Facebook ist gelaufen, auf Instagram, die ist gelaufen. Dann kommt noch eine auf Twitter. Aber ich bin halt letzte Zeit wenig zu Hause oder das ist so, es kommt auf jeden Fall. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ach so, meine Frage jetzt, genau. Bevor sich das hier alles ansammelt, soll ich das alleine aufmachen und eventuell bei Produkten, die ich dann zwischendurch mal benutze, weil ich, guck mal, ich habe noch nicht mal meine Augenbrauen gezupft, ich habe Augenringe, ich benutze überhaupt keine Make-up eigentlich jetzt richtig. Ich habe das wirklich jetzt nur für euch gemacht, dass ich nicht ganz schluderig aussehe, was aber trotzdem irgendwie der Fall ist, aber egal, obwohl es geht eigentlich noch. Wollen wir mich mal nicht schlechter machen, als ich eigentlich bin, wa? Also ich bin momentan am gar nichts testen. Also ich benutze kaum Produkte. Ich komme abends nach Hause, dann duschen wir uns alle, dann geht's ins Bett oder abends noch auf die Terrasse noch ein Sekt. Dann wird alles nochmal Revue passiert gelassen. Alles nochmal Revue passieren lassen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und dann ist man so fertig mit der Welt. Man hat keinen Bock zu telefonieren. Ich habe so eine Liste wirklich nur an Videos, die ich gucken will. Das muss ich alles nachholen. Und ich freue mich, wenn alles fertig ist und ich dann in der neuen Wohnung bin bei meiner Mom, die wird so schön und ja, dann wollen wir dieses Jahr noch umziehen. Da sind wir auch parallel immer mal zwischendurch schon am Gucken und alle helfen und das ist wunder, wunder, wunderschön. Dann kommt parallel zu dem Umzug von meiner Mom ist jetzt auch noch gleichzeitig der Umzug von meiner besten Freundin, also Chrissy aus Hamburg. Das heißt, es ist immer in ein Hin- und Hergefahre, dann Ikea und man kommt zu nichts eigentlich, ne? Ja, mein Schatz sieht zu Hause, der, wenn der von der Arbeit danach kommt, der macht dann alles zu Hause bei uns und kommt dann auch anschließend hin und fährt dann immer hin und her, um auf die Tiere aufzupassen, hier auf den Hund, wenn wir in der Wohnung sind, sonst bei uns bei den Katzen und dann fahren wir zu Chrissy und es ist alles ein Pipapo, also Wahnsinn, echt. Momentan ist busy, busy, busy angesagt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Dann kommt noch zwei Zimmer, die renoviert worden werden von meiner Patentante. Aber das ist dann nachher schon ruhiger. Das dauert nicht so lange wie das jetzt hier alles. Ja, wir suchen uns eine Wohnung. Das wird aber erst, denke ich mal, zum Ende des Jahres stattfinden. Das würde ich jetzt nicht auch noch hinkriegen. Und ich hoffe, dass noch ein paar Tage die Sonne bleiben. Ich schätze mal noch so ein, maximal 2 Wochen. Aber dann sind wir auch schon in der Wohnung da drin und können dann alles schon einrichten. Also ich glaube, nächste Woche oder
diese Woche vielleicht schon, keine Ahnung, dass wir dann mal die großen Geschichten dann transportieren werden. Ja, aber gut, zwischendurch ist immer Wasserschlacht angesagt im Garten oder Wasserbomben. Ja, man braucht eine Erfrischung, gell? Und jetzt habe ich gerade schon wieder so einen totalen. Ich bin voll. Und jetzt merke ich gerade so. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ja, wie gesagt, lasst mich das bitte mal in den Kommentaren wissen, ob ihr da Interesse noch habt. Das ist jetzt die aktuelle Glossy Box. Die habe ich gestern. Ich weiß, Schatzi, du willst mit die Glossy Box aufmachen. Habe ich gestern nach Hause bekommen. Und die Pink Box wurde mir zugeschickt zum Testen. Und diesen Monat habe ich sie auch bekommen. Und wie gesagt, vom Online-Shop. Also das mit dem Online-Shop, das zeige ich euch auf jeden Fall nochmal. Und jetzt habe ich hier ein Haar an der Wimper. Das nervt mich gerade richtig. Und mir läuft die Suppe schon runter. Was wollte ich noch sagen? Ach so, apropos Postfach, genau, wenn ich das schon gerade falsch gesagt habe. Ich habe eine wundersüße Karte bekommen von 7 Mädels. Das hängt jetzt bei mir an der Pinnwand. Und ich habe mich riesig gefreut an den Rosenheimer Fanclub. Allein das Wort Rosenheimer Fanclub, wie ihr das geschrieben habt, falls ihr das seht, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mich so unglaublich doll gefreut. Ich habe das erstmal ganz stolz gezeigt und habe gesagt, ist das nicht bombastisch? Alle mit den TK-Tüten, das war der Hammer. Ich habe mich mega doll gefreut. Hängt jetzt über meinem Schminktisch. Und ich werde auch so, ne, weil ich jetzt letzte Zeit schon öfters was in meinem Postfach hatte, worauf ich mich sehr, 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 sehr immer freue. Was aber kein Zwang ist oder ich euch jetzt das Gefühl vermittle, ihr müsst mir jetzt irgendwas schreiben oder schicken oder so. Sonstiges. Ich freue mich riesig darüber und was wollte ich sagen? Und ich möchte auch so eine kleine Ecke machen, weil da sind ganz viele süß selbstgemachte Bilder mit dabei gewesen, was ich schon bekommen habe von euch oder so Perlen und Armbänder. Und dann möchte ich so eine Wand machen damit. Das finde ich total süß oder so eine Ecke finden. Und ja, also da vielen herzlichen Dank auch den Brief, den ich bekommen habe, über Seiten von jemand anderes oder die Creme. Also es ist unfassbar, wenn ich manchmal da hinkomme und denke so, oh mein Gott, hört auf mit sowas, nicht irgendwie was Teures oder wirklich so viel Mühe, also so viel Liebe, was da drin steckt. Das ist so, ich kann das nicht in Worte fassen, aber ich werde irgendwann nochmal ein extra Video mit Sicherheit dazu machen. Ja, Postfach, falls ihr das jetzt fragt. Steht auf meinem Kanal irgendwo geschrieben oder ich schreibe es vorsichtshalber hier nochmal unten rein. Das weiß ich nie auswendig. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles erwähnt, was ich sagen wollte. Jetzt nervt mich eh schon das Haar hier. Und ja, ich denke, die Pause ist jetzt vorbei und es kratzt mich die ganzen Mücken. Das ist immer am allerschlimmsten, denn zum Abend hin, ne? Dann will man wenigstens noch ein bisschen die etwas kühlere Luft und dann diese ganzen Mücken und es macht einen wahnsinnig. Egal, jetzt wird es wieder mehr so Quatschidi-Quatschidi-Quatsch. Also wie gesagt, hier sind alle Ideen drin von euch, auch bei den Verlosungen. Deswegen mache ich das halt, dass ich wirklich kreativ mich ausleben kann. Aber momentan, ich hoffe, ihr habt Verständnis. Was heißt, ich hoffe, ich denke, ihr habt Verständnis. Ich weiß das, weil was ihr auch immer bei Instagram und so schreibt, ihr seid einfach ja, so herzlich auch und das liebe ich sehr an euch. Und vielen herzlichen Dank in diesem Sinne nochmal über 12.500 Abonnenten. Wahnsinn. Ja, ich bin sowieso momentan so sentimental und könnte ich klatschen wie der Krokodilstränchen aus meinem Äuglein lassen, ne, Runi? Okay, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne. Bei uns heißt es, am Wochenende soll es bis zu 38 Grad werden. Das heißt, wir werden umkippen wie die Fliegen, wenn wir nicht trinken und mal mehr Pausen machen. Und in diesem Sinne, genießt ihr wenigstens die Sonne und ich freue mich ganz, ganz doll, wenn es wieder losgeht. Vielleicht hört ihr was zwischendurch, wenn doch die Zeit schon da ist. Aber ansonsten hoffe ich, hat dieser Vlog, Vlog oder wie auch immer man das nennt, euch gefallen und bis dann. Tschüss!